Verein oder fragt in den Chat und dann wird es dann entsprechend ja weitergeleitet. Ihr seht vielleicht, dass ich einmal manchmal zum Laptop gucke, manchmal aber auch zu einer Kamera, weil ich zeichne das Ganze auch auf. Hat natürlich auch mit der Krise zu tun, aber dazu später mehr, warum und wie ich das Ganze aufzeichne. Und ich würde dich einmal bitten, deinen Bildschirm nicht mehr zu teilen, weil dann kann ich nämlich meinen teilen. Und ja, siehst du, okay, perfekt. Da würde ich nämlich meinen Bildschirm teilen. So nämlich. Und dann so, dann sieht man das auch. Und jetzt müsstet ihr einmal mich sehen. Nochmal. Genau, also das bin ich. Mein Name ist David Hilmer. Ja, wie schon erwähnt, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Hello Agile. Was macht Hello Agile? Wir helfen Teams und Unternehmen auf dem Weg zu agilem und zeitgemäßem Denken und Handeln, so nennen wir das immer ganz gerne. Machen also auf der einen Seite Coaching und Training und Workshops mit dem Ziel, dass am Ende eine Zertifizierung rauskommt in eben verschiedenen methodischen Ansätzen, was das agile Arbeiten angeht. Aber außerdem machen wir eben auch so klassische Beratung, wobei wir es nicht so gerne Beratung nennen, sondern eher Begleitung, weil das Wort Beratung an sich ja schon so ein bisschen vorbelastet ist. Genau, was mache ich sonst noch? Ich bin hier an der Hochschule Fresenius, wo übrigens auch mein oder beziehungsweise unsere Büros sind, im Gründertrakt der Hochschule Fresenius. Da gibt es ein paar Büros, die auch vermietet werden. Und hier bin ich auch Dozent für Entrepreneurship. Und ja, genau, wir sind praktisch bald dann auf dem gleichen Campus, der Heimathafen und die Hochschule Fresenius, wenn man so will. Denn das alte Gericht, wo der Heimathafen ja reinkommt, der wird noch ein bisschen das wird ausgebaut, aber ist dann praktisch so ein Häuserblock. Von daher werden wir sicherlich dann noch mehr irgendwie miteinander zu tun haben mit dem Heimathafen. Naja, also was mache ich noch? Genau, einmal Gründer, Geschäftsführer hier, Dozent für Entrepreneurship und dann bin ich Podcaster. Mache einen Podcast oder unter anderem einen Podcast über das Thema agiles Arbeiten. Wer da noch nicht was von gehört hat, das können wir vielleicht mal später anreißen, worum es da genau geht. Aber letztlich geht es ja hier erstmal um ja, Wege aus der Krise. Und mein Ziel ist es so, in dem Vortrag, den ich vorbereitet habe oder in den Folien, die ich vorbereitet habe, euch so ein bisschen ein Mindset mit an die Hand zu geben und Impulse mit an die Hand zu geben, wie man es denn schaffen kann, als Gewinner aus der Krise rauszugehen. Denn du sagst, dass es vorhin schon deine These ist, die, die schnell sind oder die stark sind, werden stärker und schneller und als Gewinner aus der Krise gehen, pardon. Und ja, die, die vorher schon irgendwie gekränkelt haben, die haben es dann besonders schwer. Und genau, ich möchte euch heute anhand ein paar praktischer Beispiele zeigen, wie es verschiedene Leute oder verschiedene Organisationen schaffen, die Krise zu nutzen, um vielleicht neue Geschäftsideen zu entwickeln, die Digitalisierung voranzutreiben und ja, was der Markt denn so macht, in der Hoffnung, dass ihr euch dabei was abschauen könnt, um ja, daran zu wachsen und vielleicht ein bisschen schlauer herauszugehen. Okay. Ja, was machen wir von Hello Agile? Ich hatte es schon angeteasert, Workshops, Beratung, Begleitung, Coaching, das alles in dem Kontext von ja, besserem Arbeiten, besserem Zusammenarbeiten. Und das machen wir zum Beispiel mit Scrum. Das ist so das bekannteste Framework oder die bekannteste, ich sag mal, Methode in Anführungszeichen aus diesem Kontext agiler Arbeit. Außerdem Lego Serious Play, was nicht 100% so deckungsgleich zur Agilität ist, aber doch sehr nah dran geht. Und ja, wer es noch nicht kennt, das ist tatsächlich Lego mit den Lego-Steinen, nämlich im Business-Kontext. Also, wie schaffe ich es praktisch spielerisch und im Team mit Hilfe von Lego, mit den Lego-Steinen, Visionen zu entwickeln, Teams näher zusammenzuführen und ja, einfach Dinge voranzutreiben. Dann gibt es außerdem noch zwei Frameworks, auf die wir uns ein bisschen fokussieren. Einmal OKR oder OKR. Objectives and Key Results nennt sich das. Das ist ja das Google Framework, nennt man es auch. Es kommt jetzt langsam so nach Deutschland geschwappt. Ist auch ein Framework oder eine Methode aus dem agilen Werkzeugkoffer. Und Design Thinking hat wahrscheinlich ja, so jeder schon mal gehört. Ist also auch sowas, was man in diesem Kontext findet. Okay. Mein Thema heute, kreative Wege aus der Krise. Da habe ich mir das Zitat rausgesucht von einem großen Denker unserer Zeit. Nein, nicht ganz, von Mike Tyson, nämlich Everybody has a plan, until they get punched in the face. Und was heißt das eigentlich? Das heißt, dass jeder oder dass Planung
eben zwar wichtig ist, aber einen Plan zu haben und den Start zu verfolgen eigentlich nie zum Ziel führen kann. Ja, kleine Anekdote, ich war vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren als Freelancer unterwegs im Projektmanagement und habe dann auch so klassisches Projektmanagement gemacht für digitale Produkte. Da ging es um ein Website-Rollout für eine Automobilmarke und ja, da kam dann die Agentur oder Dienstleister an und hat dann irgendwie diesen Projektplan rübergeschickt und mit allen geteilt, wo dann wirklich minutiös und detailliert aufgeführt war, was denn die, keine Ahnung, ich glaube, es waren 300, 400 praktisch Punkte und Aufgaben waren auf dieser Reise zur neuen Website. Und ja, es ist natürlich schön, dass man das durchplant einmal, aber dann so einen Plan zu haben mit 300 Zeilen bringt überhaupt nichts, denn es ist morgen schon nicht mehr, entspricht schon nicht mehr der Wahrheit, weil irgendwelche Umstände sich ändern, weil wir eben in einer komplexen Welt leben. Und genauso wie Mike Tyson eben, everybody has a plan until they get punched in the face, sagt zum Beispiel Steve Blank, ja, was ganz Ähnliches, nämlich der Businessplan geht genauso weit oder reicht von hier bis zum ersten Kunden und sobald der erste Kunde da ist, wird er praktisch, ist er obsolet, der Businessplan. Oder Karl von Clausewitz im, ich weiß nicht, 18. Jahrhundert, ein General, der sagt, kein Kriegsplan überlebt den ersten Feindkontakt. Ne? Also auch das eigentlich die gleiche Aussage. Ja, einen Plan zu haben, nützt eigentlich nichts. Plan dagegen ist natürlich wichtig. Okay. Ja, ich gehe das Ganze mal von uns aus. Also von uns heißt, wir drei Gründer von Hello Agile, beziehungsweise wir waren eigentlich zu zweit. Wir sehen hier auf dem Bild mich in der Mitte und rechts oben den Großen, das ist der Christian. Wir beide sind Geschäftsführer von Hello Agile. Und außerdem haben wir uns noch den Fabrice dazu genommen. Der Fabrice, der Tätowierte auf der linken Seite, ist Designer und zusammen haben wir praktisch... Hallo, ich muss jetzt mal kurz reingehen, weil ich habe es schon länger in den Chat geschrieben. Ich verstehe es einfach nicht, es ist total leise. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich habe auf 100% und es ist auch nicht mein erstes Meeting, aber es ist einfach leise. Ich verstehe zu wenig. Es tut mir leid, es ist jetzt unterbrochen. Ich habe nochmal aufgedreht. Verstehst du jetzt mehr oder besser? Okay, danke. Entschuldigung, aber der Chat hat nämlich nichts genützt. Ja, ich habe erstmal checken wollen, ob es bei mir auch das Problem ist und deswegen nochmal meine Lautstärkeinstellung gecheckt gerade. Aber ich habe es noch nicht ganz laut und ich verstehe den David sehr gut. Ja, ich habe es auch bei mir ganz laut und habe ihn nicht verstanden. Okay, nicht vielleicht vorher schon. Hast du einen Kopfhörer? Vielleicht steckt er nicht richtig drin oder so? Nee, ich höre so zu. Ich habe die Lautstärke habe ich jetzt ein bisschen hoch gemacht. Ja, jetzt ist wunderbar. Ja? Okay, danke für den Hinweis. Ja, sehr schön. Nützt ja nichts, wenn man mich nicht hört. Okay, jetzt mache ich das nochmal klein. So. Genau, also unser Plan, wie gesagt, dass wir drei praktisch Gründer von Hello Agile, der Chris oben rechts und ich und der Fabrice, den haben wir dazugenommen. Er ist Designer und wir wussten, wir wollen zusammenarbeiten und haben uns deswegen Anfang des Jahres zu einem Offsite getroffen, in dem wir einfach besprochen haben, wie wir denn das Ganze voranbringen. Und daraus kam eine wunderschöne Vision, die wir dann gleich ja, zu Papier gebracht haben, und zwar visualisiert. Unsere Vision, think of a place where everyone can fulfill their dreams. Ja, wir haben uns also die Vision ausgedacht oder gesteckt, das Ziel gesteckt, dass wir das Hello Neo Powerhouse aufmachen, also Hello Neo praktisch als Dachmarke. Darunter haben wir einmal das Stockwerk Agile, also Hello Agile, dann gibt es das Stockwerk Design, Hello Design. Dann gibt es vielleicht noch ein Workspace, ein Stockwerk Content, whatever. Ja, wir sind praktisch angetreten mit der Mission oder mit der Vision und mit der These, dass wir niemals einen Mitarbeiter verlieren wollen, weil wir ihm nicht die Möglichkeit gegeben haben, sich zu entfalten. Und ja, das war unser Antritt praktisch an den Markt und wir waren richtig motiviert, das Ganze durchzuführen und loszustarten. Aber dann kam natürlich alles anders. Kurz vor der Krise war eigentlich unser Augenmerk auf Personalgewinnung irgendwie fokussiert. Jetzt haben wir tatsächlich noch niemanden bis März eingestellt, was sich natürlich als vorteilhaft herausgestellt hat, weil natürlich ab März alles anders wurde. Das war unser Plan von Hello Agile oder von Hello Neo, praktisch den Dach darüber. Natürlich, wie das jedem so geht, hat jeder auch persönliche Ziele und persönliche Pläne, die möchte ich auch mit euch teilen, denn ich wollte persönlich
natürlich auch weiterkommen, mich weiterentwickeln und hatte mir vorgenommen, auf mindestens 3 Konferenzen in diesem Jahr zu sprechen in 2020 und war da auch sehr ambitioniert und habe natürlich mich bei den verschiedensten Formaten, die mich interessiert haben und die zu mir gepasst haben, angemeldet. Und unter anderem sind hier ein paar Konferenzen, oder das waren die 4 Konferenzformate oder Eventformate, wo ich praktisch ja fest gebucht war, worauf mich natürlich gefreut habe. Also von der Startup-Woche in Düsseldorf bis zum Festival of Change, was super coole Möglichkeiten einfach gewesen sind oder waren, ja, meinen Plan zu verfolgen und mich einfach ein bisschen präsenter aufzustellen. Ja, aber auch hier kam natürlich alles anders. Das habe ich hier so ein bisschen visualisiert, um in der Boxer-Metapher zu sein. Aber ich hatte mich, als das Ganze losging mit Covid-19, hatte ich mich mit einem Kollegen hier von der Hochschule Fresenius unterhalten, mit einem Professor, der die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, ich weiß nicht mehr, das ist ja alles, wird schlimmer und schlimmer von Tag zu Tag. Ihr wisst, damals so um den 20. März rum war irgendwie eine Hiobsbotschaft nach der anderen und Shutdown und hast nicht gesehen. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen und ich nehme das tatsächlich bis heute nicht so wahr, weil ich dem Ganzen versuche, positiv entgegenzutreten und ich das versuche, als Chance zu sehen, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass mein Unternehmen sich weiterentwickeln kann und auch mein Umfeld sich weiterentwickeln kann. Man muss da einfach nur mit dem richtigen Mindset rangehen. Deswegen habe ich hier nochmal den Text hinzugefügt, alle bis auf David. Denn ja, es war natürlich so ein bisschen das... Die kollektive Ernüchterung oder der kollektive Tiefpunkt, als dieser Shutdown kam. Und für mich hat sich das, also ich habe das mehrfach mit meiner Frau besprochen und irgendwie, wir waren vorher in so einem Speedway, irgendwie in so einem Alltagstrott, es lief alles gut, die Geschäfte waren natürlich super, die Konjunktur war gut, die wirtschaftliche Lage in ganz Deutschland war natürlich super und viele Selbstständige haben einfach die Lage ausnutzen können, um einfach zu wachsen. Und da kam das irgendwie wie willkommen. Ihr werdet ja später noch sehen, was ich auch gemacht habe aus der Krise. Und diese Abwechslung, also nicht immer jeden Tag zum Kunden Workshops vorbereiten, machen und machen und machen, hat mir tatsächlich geholfen, mich irgendwie selber zu finden, Prioritäten neu zu sortieren und einfach neu zu denken. Und ich möchte euch hier ganz kurz das einmal sinnbildlich zeigen. Ihr seht hier das Video, es ist ein Video. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören, geht nicht lange. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, ihr konntet es hören. Hattet ihr Sound? Nein, leider nicht. Kein Sound, aber ich glaube, man hat es verstanden. Okay, weil ich zeige nämlich später nochmal ein Video, da wäre es ganz cool, wenn ihr Sound hättet. Aber egal, dann machen wir das später. Also ja, auch ohne Sound sehr verständlich, was hier passiert ist, nämlich die Überreaktion der Welt, aus meinen Augen die Überreaktion auf das Virus und ich hatte irgendwie damals zu dieser Zeit gesagt, dass nicht das Corona irgendwie das Virus ist, sondern eher die Panik. Denn aus meiner Sicht ja, hat die Welt ein bisschen überreagiert einfach und hat unverhältnismäßig reagiert. Aber da kann sich sicher jeder sein eigenes Bild von machen und ich möchte da natürlich auch irgendwie niemanden irgendwie auf die Schuhe oder auf den Schlips treten. Naja, also von dieser Ausgangslage möchte ich euch jetzt also ein paar Beispiele zeigen, was Unternehmen gemacht haben, um der Krise einfach entgegenzugehen oder um der Krise was entgegenzubringen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Ihr seht hier GoToMeeting. Das ist eine Plattform aus den USA, die einfach, ja, frei übersetzt eine Ziege praktisch ins Meeting einlädt. Ja, also man kann sich hiervon, ihr seht es vielleicht unten, für eine 20-Minuten-Call mit deinem Team kann man sich für $100 einfach eine Ziege in den Zoom-Call zum Beispiel mit reinholen. Ja, und das ist natürlich eine extrem abwegige Idee, könnte man sagen, aber in Zeiten von Homeoffice, ja, wenn uns diese ganze Zoom- und Meeting-Gedöns aus dem Hals raushängt, dann ist das natürlich eine ja, super Idee, wie man vielleicht ein bisschen Lockerheit in so ein Meeting reinbringen kann. Ja? Und das natürlich auch ziemlich erfolgreich. Das Ganze wurde natürlich kopiert. Und hier geht es, also das ist auch meine, oder gehört zu meiner Kernaussage. Man muss, glaube ich, selber nicht kreativ sein und sowas vielleicht erfinden. Aber
gesunder Opportunismus hilft dabei, vielleicht sowas zu sehen und dann zu adaptieren auf eine andere Branche. Denn hier zum Beispiel alpacacalling.com ist die deutsche Adaption. Hier kann man Alpakas mit in sein Meeting holen. Oder aber Call a Cow, ja, hier von landreisen.de wurde das in irgendeiner Art und Weise gesponsert oder auf den Weg gebracht. Also hier gibt es mittlerweile unzählige Copycats, also ja einfach Kopien von einem bereits existierenden Geschäftsmodell. Und ein wunderbares Beispiel dafür, wie man eben ja, die Krise nutzen kann, aber auch die Reaktion von anderen auf die Krise, um sich selber weiterzuentwickeln oder um ja, neue Schritte zu gehen. Ich habe hier ein weiteres Beispiel, ja, wie Emma The Sleep Company der Corona-Krise trotzt. Emma ist ein Matratzenversandhandel oder Matratzenlieferant, die sowohl Direktversand machen als auch über den Einzelhandel gehen. Und der komplette Markt, Direct-to-Consumer, also D2C nennt sich das praktisch, der den Einzelhandel umgeht, also direkt vom Erzeuger an den Konsumenten sich richtet, der explodiert gerade. Ist ja auch klar, wir gehen nicht mehr so oft raus, wir gehen nicht mehr so oft einkaufen, beziehungsweise gingen ja während dem Shutdown. Und dadurch wächst natürlich die Möglichkeit oder dadurch sind die Leute gezwungen, auf das Thema Online umzusteigen. Ja? Und dieses ganze Thema E-Commerce ist unglaublich gewachsen und damit natürlich auch die Möglichkeit von Brands, direkt sich an den Consumer zu wenden und nicht über den Einzelhandel zu gehen. Also direct to consumer. Ich habe hier noch ein, zwei Beispiele. Einmal haben wir hier Impossible. Das ist eine ja, künstliches Fleisch-Company. Da gibt es ja mittlerweile einige vegane ja, Fleischproduzenten. Und hier ein typisches Supermarktprodukt haben wir hier, was einfach den Direct-to-Consumer-Markt für sich erschlossen hat. Ja? Und bietet jetzt praktisch diesen Fleischersatz online direkt vom Händler zu kaufen an und umgeht dadurch den Supermarkt. Genauso wie eine bekannte Marke tatsächlich Heinz. Heinz to Home ist ein Service, der in England oder Großbritannien gestartet ist, wo auch hier so eine große etablierte Marke, die man eigentlich nur aus dem Supermarkt kennt, neue Wege geht und jetzt auch direkt Lieferservice nach Hause anbietet. Ja. Ich habe hier nochmal irgendwie einen Screenshot von einem Zeitungsartikel rausgesucht. Also Food and Beverage Giants like Pepsi and Kraft Heinz tap into Direct-to-Consumer. Also genau diesen Markt, Direct-to-Consumer. Is it a fad or the beginning of a trend? Ja, also hier wird schon praktisch klar oder hat man schon Hinweise darauf, dass das Direct-to-Consumer-Geschäft ein Trend werden könnte. Ist ja auch klar, denn Onlinehandel und E-Commerce erlebt gerade einen Boom ohne Ende. Okay. Ich würde gern von diesen ja, eher globalen Themen jetzt mal auf lokale Themen gehen. Und zwar auch, wenn wir hier nach Wiesbaden schauen, haben wir einige, die das genutzt haben, das Ganze, oder den Umstand genutzt haben, und ja, um einfach Ideen voranzubringen. Zum Beispiel Heimatliebe. Von einem guten Freund von mir, Pascal Rück, der eigentlich ja, DJ ist und in der Veranstaltungsbranche arbeitet. Und der hat die Zeit oder den Shutdown genutzt und hat sehr schnell das Thema Heimatliebe aus Solidarität praktisch an den Start gebracht und möchte die Wiesbadener Gastronomen unterstützen. Das habt ihr vielleicht schon gehört. Man kann also hier Gutscheine kaufen vom Wiesbadener Gastronomen und die zu einem späteren Zeitpunkt einlösen. Und das ist natürlich eine unheimlich smarte Idee und das Ganze ist übrigens auch aktuell tatsächlich ohne irgendwie einen wirtschaftlichen Hintergrund. Also der Pascal verdient daran tatsächlich gar nichts. Er macht das rein aus einem solidarischen Gedanken, was natürlich unheimlich cool ist. Und auch der Heimathafen ist natürlich bei diesem Projekt dabei. Man kann immer noch Gutscheine kaufen vom Heimathafen über dieses Projekt Heimatliebe. So, was hat jetzt der Dominik daraus gemacht? Der ist ja heute leider nicht da, aber die Aktion, vielleicht habt ihr davon gehört oder das gesehen, ich brenne für Wiesbaden. Er hat also einen dieser Gutscheine genommen und den angezündet mit der These, ja, ist ja schön und gut, wenn wir uns jetzt alle Gutscheine kaufen, aber irgendwann lösen wir die Gutscheine auch ein. Also ja, verlagern wir praktisch das Problem einfach nur nach hinten. Deswegen hat er gesagt, seid solidarisch und verbrennt eure Gutscheine und er hat damit angefangen. Und hat daraus so eine kleine, so wie eine Eisbucket-Challenge gemacht, also zwei Leute nominiert oder neue Leute nominiert, wodurch das Ganze weiterging. Allerdings, was ich ein bisschen fast merkwürdig finde, das Ganze hat nur, Stand heute Mittag, 145 Likes, also das Ursprungsvideo von Dominik, 41 Kommentare, aber dafür 53 Mal geteilt, was natürlich sehr, ja, man könnte schon sagen, viral ist. So.
aber auch nicht wirklich so viral. Trotzdem ist es ihm gelungen oder ist es der Aktion gelungen, in ZDF in einen Beitrag zu kommen. Und was zeigt, wie wir praktisch von so einer Grundidee, Heimatliebe, über Station Aufmerksamkeit erregen können. Also auch hier wieder nicht unbedingt die Ursprungsidee, also die ist natürlich auch kreativ, aber das, was aus der Ursprungsidee für kreative neue Wege entsteht, das ist eben auch eine Aussage, die ich euch mitgeben möchte. Okay. Von diesen zwei Beispielen oder von diesen Beispielen auf das, was wir aus der Krise oder während der Krise machen, was wir tun. Also einmal, wie das jeder Coach und Trainer und jeder Berater in dieser Zeit so macht, digitalisieren wir natürlich. Ja? Aber es war von Anfang an nicht unser Fokus, unsere Services eigentlich zu digitalisieren. Denn es ist ja klar, wenn irgendwie jetzt auf einmal Shutdown ist und alle sind im Homeoffice, dann interessiert sich erstmal keiner für Weiterbildung, weil die müssen natürlich erstmal klarkommen mit dem Homeoffice. Aber natürlich müssen wir trotzdem als Unternehmen etwas anbieten, damit wir unseren Kunden, unserem Bestandskunden eben auch im Homeoffice die Leistungen liefern können, die sie von uns kennen. Wir haben das gemacht, weil wir den Ansatz haben, sehr haptisch, sehr energetisch und mit Anfassen praktisch unsere Trainings und Workshops zu machen, dass wir eine Workshop-Box einfach zu den Kunden geschickt haben und somit, obwohl wir vor dem Bildschirm sitzen und alles digital machen, eben trotzdem etwas Haptisches dabei haben und immer wieder Übungen praktisch reinbauen oder reingebaut haben, die das Ganze zum haptischen Erlebnis gemacht haben. Was macht man noch in so einer Zeit? Natürlich, das, was irgendwie schon lange gemacht werden sollte, sowas, Dinge, die sich anstauen. Wir haben hier zum Beispiel ein kleines Rebranding gemacht von unserer Marke, also unser Logo ein bisschen geändert. Hello Create ist die Marke, die Fabrice mit reingebracht hat, der Dritte im Bunde, der Designer, ihr erinnert euch. Was machen wir noch, um nicht einfach das zu machen, was alle machen und zu versuchen, irgendwie online an die Kunden zu kommen. Was machen wir noch? Wir, und da stehe ich jetzt gerade, haben ein Videostudio gebaut in einem Räumchen oder in einem Büroraum, den wir frei hatten. Und da stehe ich jetzt auch gerade. Und ihr seht hier ein Foto von dem Videostudio von weiter hinten. Das ist inzwischen noch ein bisschen größer geworden. Und einfach um nicht nur das zu machen, was wir immer gemacht haben, sondern weiterzudenken. Ja? Natürlich brauchen die Leute auch nach der Krise nicht mehr oder mehr digitale Lösungen, auch fürs Lernen. Ja? Und so wollen wir praktisch Lerninhalte digitalisieren, einmal mit Video, aber auch mit Podcasts oder anderen digitalen Formaten. Und so ist einfach die Idee von diesem Videostudio entstanden, was praktisch gerade im Aufbau ist und wo wir gerade einfach Zeit und Geld rein investieren, damit wir eben auch nach der Krise irgendwie bereit sind, einen neuen Markt anzugehen. Okay. Genau. Ihr seht hier, ich habe ein kleines GIF gemacht. Hier haben wir zum Beispiel ein Erklärvideo von dem vorhin angesprochenen Lego Serious Play gemacht, um einfach Content zu produzieren, da zu sein, da zu bleiben und wie gesagt das Videostudio auch zu nutzen. Okay. Vom What We Do zum What I Do, natürlich auch hier. Ich habe persönlich viele Ideen, auch Ziele außerhalb von Hello Agile und habe zum Beispiel die Zeit genutzt, um meiner Frau zu helfen. Meine Frau wurde besonders von der Krise getroffen, denn sie ist in der Hochzeitsbranche und ihr könnt euch sicher vorstellen, geheiratet wird gerade nicht oder nur sehr wenig und wenn, dann wird auch nicht gefeiert. Meine Frau ist Hochzeitsplanerin und Traurednerin, also für Paare, die praktisch sich nicht kirchlich trauen lassen möchten, sondern einfach eine freie Trauung haben möchten und da trotzdem eine Zeremonie haben möchten. So, was haben wir gemacht? Wie digitalisiert man denn das Thema Traureden? Ja? Und es geht natürlich. Wir haben, sind praktisch angetreten mit der These, dass sich Paare einfach, die sich über die Krise vielleicht noch ein bisschen mehr kennengelernt haben und immer noch zusammen sind, dass sie dann ihr Eheversprechen erneuern möchten. Und das bietet sie praktisch jetzt an. Und in einem ähnlichen Format, wie wir das machen, also sie hat praktisch, steht an der einen Stelle, das Paar, was nochmal Ja sagen möchte, steht an der anderen Stelle und sie ist dann praktisch die Online, macht eine Online-Trauung mit allen Freunden. Und da habe ich jetzt ein Video mitgebracht, das ich gerne euch zeigen möchte. Und
Da würde ich jetzt ganz kurz nochmal umstellen. Ich hoffe, dass ihr den Ton hört. Ihr hört mich gerade noch. Wahrscheinlich hat es zum Ton jetzt umgeschaltet. Ich höre ich genau. Okay, ich lasse das Video mal anlaufen und stoppe es dann und ihr sagt mir, ob ihr es hört, ja? Mhm. Leider nicht. Nee, leider nicht. Okay. Keine anderen Tonquellen als das, was du sprichst. Ja, ich habe hier Mikrofoneinstellungen. Da sehe ich leider nur die Systemeinstellungen, meine AirPods. Nee, geht leider nicht, nehme ich an. Kannst du es vielleicht bei, wenn du unten auf Teilnehmer gehst, wo 12 steht? Mhm. Da hatte ich gerade mein Audio ein oder so. Jetzt steht da mich stumm schalten, dass man da was machen kann. Nee. Ich würde euch das einfach im Anschluss zur Verfügung stellen oder euch einen YouTube-Link geben. Kannst du es nicht vertonen? Ja, genau. Ich schicke euch mal. Ja, es geht wahrscheinlich nicht. Ich schicke euch mal einen YouTube-Link. Also was ich euch praktisch hiermit zeigen möchte, ist, dass man mit sehr, sehr wenig Aufwand sehr, sehr viel schon machen kann. Ne? Also wir haben uns praktisch, wir sind hingegangen und gesagt, okay, was haben wir da für einen Service, was soll das kosten und wie bringen wir das unter die Leute? Und ja, wir haben, wie ihr seht, Videostudio. Also Video ist so ein bisschen, ja, nicht meine Profession und nicht das, womit ich Geld verdiene, sondern einfach das, was ich so ein bisschen ab und zu mache. Und mit einfachsten Mitteln wurde dann eben dieser, ich glaube, das ist 2,5 Minuten Film gedreht, tatsächlich, und das könnt ihr euch mal, wenn ihr das später guckt, im Kopf behalten, bei meinen Eltern im Garten. Also meine Frau war im Wohnzimmer, meine Eltern waren im Garten, die waren praktisch die Freiwilligen, die geheiratet haben. Ich kann das ja vorspulen mal. Also, nee, das ging jetzt auch nicht. Naja, schaut es euch später an. Und dann habe ich einfach ein bisschen Musik drunter gelegt und das Ganze geschnitten. So, und fertig ist das Video. Und und jetzt, das war natürlich jetzt einmal die kreative Idee. Ja, aber was machen wir jetzt mit der Idee? Ne? Es ist ein schönes Produkt, es ist ein witziges Produkt irgendwie. Sicherlich keine Rocket Science und noch nichts, wo man irgendwie mit reich wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der neu, der anders ist. So, und das Ganze wollte gerade verpuffen. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Ich muss das in irgendeiner Art und Weise mal an die Leute bringen. Und habe tatsächlich eine E-Mail geschrieben an RTL Hessen und habe gesagt, hier, wie sieht es denn aus? Und ihr werdet es nicht glauben, die haben direkt angerufen und gesagt, finden wir toll, würden wir gerne machen. Und ja, jetzt ist es tatsächlich, wir haben heute Mittwoch, am Samstag ist tatsächlich eine Trauung, die meine Frau dann nach dem Schema durchführt und dann ist RTL Hessen da. Also könnt ihr mal demnächst mal in RTL Hessen reinschalten. Ich weiß gar nicht, wie man das empfängt. Auf jeden Fall wird da ein Beitrag gesendet. Genau, ihr seht hier die E-Mail, die ich geschrieben habe. Also einfach irgendwie mal ein paar Zeilen geschrieben und rausgeschickt. Und ja, so einfach kann es gehen, aber es ist natürlich irgendwie keine Garantie. Coole Idee. Dankeschön. Aber ich muss sagen, das Video ist tatsächlich auch, also ich habe fast geweint beim Schneiden, weil dadurch, dass ich es ein bisschen langsamer gemacht habe und so eine romantische Musik drunter gelegt habe, ist es wirklich rührend. Naja, könnt ihr euch ja selber ein Bild später davon machen. So, was mache ich noch? Natürlich, ja, einmal versuchen, irgendwie mein Business voranzutreiben. Meiner Frau habe ich geholfen und noch so ein paar Nebensachen. Also wie gesagt, ich mache ja hier einen Podcast über agiles Arbeiten und ja, schreibe auch viel, mache viel so in den sozialen Medien und versuche da irgendwie ein bisschen mehr Grip reinzukriegen. Aber ich habe auch, wie jeder andere, Hobbys und ein Passion-Projekt ist dabei, das ich ganz kurz anteasern möchte und damit wahrscheinlich das Bild, was ich vielleicht vermitteln konnte, bis hierhin ein bisschen verzerre. Und zwar habe ich zusammen mit einem Illustrator hier in Wiesbaden, Philipp Kardesch, der hat auch einiges für den Heimathafen gemacht, habe ich ein Spiel, ein Kartenspiel auf den Weg gebracht, ja. Das heißt Rafiki Roulette, beziehungsweise wir mussten es zensieren aus markenrechtlichen Gründen. Das heißt jetzt Raffi Roulette. So sieht das Ganze aus, ein Kartenspiel
mit entstellten Figuren, aus die man so kennt. Und es geht darum, dass man praktisch kreativ wird, eine Geschichte erzählt, vielleicht mit ein paar Freunden zusammen oder beim Bierchen oder in der Kneipe. Also ein Kreativspiel praktisch. Und um das Ganze zu finanzieren, haben wir eine Kickstarter-Kampagne draus gemacht, also eine Crowdfunding-Kampagne. Wir bitten also praktisch die Welt da draußen, sich ein Spiel jetzt schon zu kaufen, und dadurch sammeln wir praktisch das Geld, um das Spiel zu finanzieren. Und hier habe ich mal den QR-Code hingepackt, den könnt ihr abscannen, müsst ihr natürlich nicht, und da geht es zur Kickstarter-Kampagne. Aber es ist tatsächlich auch für mich eine völlig neue Erfahrung, eine Kickstarter-Kampagne zu machen, wie viel Aufwand das ist, wie viel Arbeit das ist, wie das funktioniert, und auch ein Weg praktisch, wie ich es vermeide, in die Krise reinzurutschen, sondern wie ich perspektivisch rauskomme. Denn selbst wenn wir es nicht schaffen oder nicht geschafft hätten, über Kickstarter dieses Projekt zu finanzieren, hätte ich trotzdem Erfahrungen gemacht und hätte die vielleicht in irgendeiner Art und Weise für irgendwas, was ich später mache, verwenden können. Also, genau. Okay. What you should do. Und damit kommen wir zu euch und so ein bisschen zum Ende meines Vortrags. Versucht in irgendeiner Art und Weise, um wieder die Boxermetapher aufzugreifen, die Krise zu überwinden, und zwar einmal mit kreativen Ideen. Und wenn ihr nicht kreativ seid, woran ich nicht glaube, ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch kreativ ist, und wenn ihr nicht kreativ sein solltet oder denkt, ihr seid nicht kreativ, dann schaut, wie andere kreativ sind und schaut, was man daraus machen kann. Und das würde ich tatsächlich gleich ganz gerne mit euch zusammen in der kleinen Übung oder in dem Praxisteil machen, denn jetzt ist mein Vortrag tatsächlich vorbei oder mein Impuls vorbei. Ich habe hier nochmal zwei QR-Codes für euch, die ihr abfotografieren könnt, wenn ihr das wollt. Ihr könnt mich sehr gerne erreichen, einmal natürlich per E-Mail, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Fragen habt oder euch mit mir austauschen möchtet. Ihr könnt mich auch sehr gerne auf LinkedIn adden, oder hier nochmal der QR-Code zur Kickstarter-Kampagne. So, wie bin ich in der Zeit? Bin relativ durchgerauscht, ne? Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Habt ihr Fragen oder sind irgendwelche Fragen aufgekommen? Bis jetzt habe ich noch keine Frage gelesen, aber wenn noch Fragen sind, gerne reinposten. Vielleicht, das habe ich eben überlegt, es wäre, wenn ihr noch gute Ideen habt oder Projekte, die in Corona entstanden sind, wo er sagt, Mann, das war wirklich ein kreatives Beispiel, das ist auch so ein Mutmacher, dann teilt es doch auch gerne mit uns, einfach im Chat. Ich finde nämlich, das tut auch ganz gut, manchmal von Sachen zu sehen, was eben doch auf einmal alles geht. Aber du hast ja auch noch einen zweiten Teil von uns, und vielleicht hat ja jeder auch ein Thema mitgebracht, wo er ganz konkret mal dran arbeiten möchte. Genau, also wenn keine Fragen sind, ich mache hier nochmal gerade auf, damit ich euch alle sehe, beziehungsweise ich sehe keine Videos. Okay, dann machen wir einfach weiter und gehen wir mal in den Praxisteil. Ihr könnt natürlich nach wie vor jederzeit Fragen stellen. Ich hoffe, das habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen, aber es wird machbar sein. Ich hoffe, ihr habt alle ein DIN A4-Blatt dabei oder zur Hand oder in Reichweite und einen Stift, denn das bräuchtet ihr. Wir machen nämlich Crazy 8. Das ist eine Methode oder ein Werkzeug, ein Tool aus dem Design Thinking oder Design Sprint Baukasten in der Sketch-Phase, also wenn es darum geht, kreativ zu werden. Und wie funktioniert das Ganze? Ich stelle eine Frage oder eine Grundfrage in den Raum, nämlich mit der am besten alle was anfangen können, und zwar, wie komme ich trotz Corona an meinen Lieblingscocktail? Das ist sicherlich eine Frage, die ihr euch alle stellt oder schon mal gestellt habt. Und das ist praktisch die Ausgangsfrage oder das Ausgangsszenario, mit dem wir uns jetzt mal beschäftigen in diesem Praxisteil. Und ich würde euch bitten, euch einfach mal auch in den Gastronomen reinzuversetzen. Also wie komme ich als oder schaffe ich es als Gastronom, meine Cocktails auch in Zeiten eines Lockdowns oder einer Pandemie an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Das ist also die Kernfrage des Ganzen. Und dazu würde ich euch bitten, ein DIN A4-Blatt in 8 Kästen zu unterteilen. Das heißt, dass ihr es entweder faltet oder einfach Linien drauf macht. Ich würde euch mal Zeit geben, ein DIN A4-Blatt zu holen, denn ich hole jetzt auch mal gleich eins, um euch zu zeigen, wie ich das meine. Ich bin super vorbereitet. Also, ich bin schon ausgestattet mit A4-Blatt.
und frage mich, ob das jetzt alle hinkriegen. Das ist jetzt schon der erste Test. Ja, warte mal eine Sekunde, ich habe hier... Warte. Ja, auch dieses Intelligenzrätsel. Mache ein Viereck mit drei Strichen. Könnt ihr ja auch mal probieren. Also ich mache das hier gerade mal auf Post-it. Tja, hätte ich auch nicht gedacht heute Morgen, als wir aufgestanden sind, dass wir heute noch ein bisschen Origami machen. Also so, ich hoffe, man kann das in der Kamera sehen. Ein waagerechten Strich und insgesamt drei senkrechte Striche. So, ja, und da würde ich sagen, ich gehe einfach mal davon aus, ihr habt das alle bis hierhin geschafft und jetzt wird es nämlich interessant. Man kann Crazy 8 auf verschiedene Wege spielen. Man kann entweder sagen, okay, wir haben jetzt alle 8 Quadrate auf unserem DIN A4 Blatt und haben 8 Minuten Zeit, um 8 Ideen aufzuschreiben. Damit es aber ein bisschen geführter ist und um das Ganze ein bisschen... Na, für alle ein bisschen einschränkender und damit leichter zu machen, habe ich Themen mitgebracht, die eben mit diesen oder Aufgaben mitgebracht, womit wir praktisch diese 8 Quadrate füllen. Ich stelle mir gerade mal meinen Timer, damit er gleich losgehen kann, denn für jedes dieser 8 Kästen habt ihr praktisch gleich eine Minute Zeit, euch was aufzuschreiben oder was aufzumalen. Gibt es dazu noch Fragen? Ist das im Chat? Weil so klar, hat jemand kein Beispiel, an dem er jetzt arbeiten müsste? Das Beispiel ist ja hier, wie komme ich... Achso, wir machen alle das Gleiche. Okay, gut. Ja. Es sei denn, ihr habt ein eigenes. Also wenn ihr ein eigenes Produkt habt oder eine Idee oder etwas, worüber ihr kreativ sein möchtet, dann könnt ihr natürlich auch das nehmen. Okay, gut. Dann wird mein Countdown gleich gestartet, nämlich eine Minute Zeit habt ihr gleich für die allererste Frage oder die erste Perspektive, aus der ihr eure Aufgabe betrachtet, nämlich, du hast unendlich viel Geld. Also schreibt jetzt bitte mal auf, was ihr machen könntet, wenn ihr unendlich viel Geld habt, an euren Cocktail zu kommen, beziehungsweise als Gastronom den Cocktail an eure Kundschaft zu bringen. Eine Minute ab jetzt. Okay, die Minute ist rum. Jetzt geht es zur nächsten Perspektive, nämlich der nächste Kasten, den ihr anbrechen könnt. Du hast nur 1.000 Euro. Also genau das Gegenteil. Naja, manchmal ist es ja viel im Moment. Dann könnt ihr langsam das nächste Kästchen anbrechen und zwar mit der folgenden Perspektive. Du nutzt Social Media und zwar im besten Fall nur Social Media, um an deinen Cocktail ranzukommen beziehungsweise als Gastronom deinen Cocktail an die Leute zu bringen.
Okay, die nächste Frage, wieder eine Minute Zeit aus der Perspektive. Du nutzt ein Abo-Modell. Könnte ein Abo-Modell dem Gastronomen dabei helfen, seine Cocktails an den Mann und die Frau zu bringen? Okay, die nächste Frage oder die nächste Perspektive für euer nächstes Quadrat. Du hast ein Team aus Wissenschaftlern. Wie könnte die Wissenschaft dabei helfen, den Cocktail in Zeiten von Corona zu verkaufen? Okay, und die nächste Perspektive. Du lebst im Jahr 2030. Was ist in der Zukunft, in der nahen Zukunft, anders als jetzt? Welche Technologien könnte man nutzen? Und das vorletzte Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr denn noch irgendeine Idee, die euch vielleicht während den letzten 6 Ideen gekommen ist, die unbedingt raus muss und aufs Papier? Hallihallo. Hört man mich? Ja, man hört dich. Wunderbar. Hi, ich hätte eine Idee. Ich würde mich gern auch vorstellen. Soll ich das mal machen? Ja, gleich nach der Übung, würde ich sagen. Ach so, ja. Genau, zu der Übung. Aber vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Ach so, ja, wahrscheinlich. Weil wir sind jetzt gerade noch am Schreiben. Also wenn du eine Idee hast, wir hatten gerade unser A4-Blatt in 8 Kästchen aufgeteilt. Ja. Und da kannst du praktisch zu jeder dieser Settings eine Idee aufschreiben. Aber wir sind ja gleich fertig, dann kannst du danach ja auf jeden Fall deine Idee vorstellen. Alles klar, wunderbar, super. Ja, ich bin ein bisschen später dazugestoßen, dann weiß ich Bescheid. Super. Kein Problem. Dann kommt hier noch das letzte Szenario. Abschließend eine Minute. Denke 10x. 10x, habt ihr vielleicht schon von gehört, die Google-Mentalität. Also nicht, wie können wir 10-20% besser werden, sondern wie können wir es erreichen, Faktor 10 besser zu werden, also um 1000% das Ganze in irgendeiner Art und Weise zu steigern. Ja? Also denke richtig groß.
Okay, und die Zeit ist so langsam rum. Damit sind wir durch. Ich suche gerade parallel mal das Video raus. Dann kann ich euch das mal in den Chat stellen, damit ich das nicht vergesse. Okay. Gut, das war also die Übung Crazy 8. Ich habe mal aufgehört, meinen Bildschirm zu teilen und ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr wurdet kreativ, vielleicht nicht bei jedem Szenario, aber es hilft auf jeden Fall, ja, in 8 Minuten, also in kürzester Zeit, 8 Ideen oder 8 komplett verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, wie man denn ja, kreative Wege in irgendeiner Art und Weise aus der Krise in dem Fall für die Frage findet, wie komme ich als Gastronom an meine Gäste trotz Krise oder wie komme ich ja, als ganz